Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten zu Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ich bin mehr oder weniger aus Versehen hier in so eine versunkene Kapelle gestolpert. Und jetzt ist sie nicht mehr versunken, nachdem ich sie vom Wasser befreit habe. Ein bisschen Wasser ist noch da, hier schwirrt aber irgendwo ein großes Wesen rum, das sich sicher mit mir anlegen will. Oh, hab ich mich erschrocken. Da ist es. So einen habe ich schon mal bekämpft. Wow, 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 warte, 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 das war unfair. Nein, shit. Destiny hat noch einen 10-Jahres-Plan. Okay, krass, Seval. Ah, das war nicht schlecht. War absolut okay. Ich hatte es schon zur Hälfte down. No. Oh nein, es hat mich gepackt. Fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein. Ah, Mist. Gegen so große Gegner kämpfe ich so ungern. Was hat der Kumpel eigentlich für ein Loot? Thank you.
Gut. Ach, passt. Dornenmantel. Okay. Was auch immer. So. Du kämpfst lieber gegen die Großen als gegen die Kleinen. Moment. Ah, hier bin ich eingesperrt. Gut, 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 gut. Todesmaskenhelm, okay. Jetzt ist der Loot halt immer noch da oben drauf, hä? Siegel der Feuerritter. Was machst du? Siegel der Feuerritter. Da. Verstärkt Mesmers Feueranrufungen. Aha, okay. Todesfalle. Ah, Aufzug. Oh, runter. Dachte, der führt vielleicht hoch. Ziemlich weit runter. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Wo bin ich? Aha. Irgendwas. Okay. Okay. Alles gut. Ich hätte jetzt gedacht, diese Brücke fällt vielleicht zusammen oder so.
Irgendwer da? Nee, ich darf einfach looten. Iris der Gnade. What? Verbrauchsgut. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Auf das Auge eines anderen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren, kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten. Im Reich der Schatten wurde dieser Gegenstand von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu mindern. Mit Erfolg. Also ich weiß, wo das Auge des... Hier, ihr wisst, von Mikela ist. Marikas Rune. Benutzen, um 80.000 Runen zu erhalten. Okay. Fuß des Skadu-Baums. Warum sollte ich dahin? Was ist hier los? Avatar des Skadu-Baums. Wow! 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 Alter! Warum muss ich den jetzt hier bekämpfen? Holy shit! Holy shit! Oh, warte mal. Du kriegst ja hier vorne wesentlich mehr Damage. Stopp! Alter!
Okay. Phase 1. Nee? Okay, ja, Phase 1. Wow! Okay, what the fuck? Mist. Ich hatte gehofft, ich kann dem vielleicht einfach durch Rennen ausweichen. Alter, holy shit. Du hast auch ein Timing mit deinen Angriffen. Abartig. What the fuck? Geil. Mist. Mist. Jetzt habe ich schon wieder keine Heiltränke für die zweite Phase. Ärgerlich. Ah, fuck. Ja, das kann ich vergessen. Hau mich mal kaputt. Was mache ich hier überhaupt? Warum will ich überhaupt zum Skadu-Baum? Und warum will ich seinen Avatar bekämpfen? Was? Ich verstehe noch gar nicht, was überhaupt los ist. Warum bin ich hier gelandet? Ah, zu spät gedrückt. Zu spät gedrückt. Wow. Okay. Okay. Zweimal getroffen. Zweimal nicht rechtzeitig ausgewichen. Beziehungsweise, nee, doch genau, nicht rechtzeitig. Ich war zweimal zu spät dran mit dem Drücken. Diesmal hat's geklappt. Okay, einen Schlag kann ich aus. Okay. Wieder wahnsinnig schwer zu erkennen, wie nah er an mir dran ist oder nicht, ob ich ihn treffen kann mit der Reichweite meines Schwertes.
Ach. Ey. Ah, der zweite, der dritte kommt ganz schnell hinten raus. Scheiße. So, und jetzt ist wild. Das ist ein harter Angriff. Also, okay, ich weiß halt noch nicht mal, was ich hier tue, warum ich hier bin. So im Hauptspiel war das irgendwie klar, so okay, ich will halt der nächste Drachenlord werden. Aber hier... Mist. Ey, das ist saudumm, dass die Reichweite schon wieder so nicht erkennbar ist, wie ich ihn treffen kann. Die Scheißblüte ist vor meiner Fresse und mein riesiges Schwert ist zu kurz. Och. Dass da dann so ein Millimeter fehlt, ey. Ja, das ist ein Two-Shot. Es ist ja kein One-Shot, aber ich weiß, was du meinst. Ah, voll reingesprungen, ey. Ey, okay. Warum auch immer der Hit vorbeiging. Mist. Okay. Okay. So, wo verstecke ich mich jetzt? Kann ich mich hier verstecken? Nein, er macht's kaputt. Okay. Scheiße. Oh, die zweite Phase ist ja einfach doppelt so schnell und kann auf einmal wilde Dinge.
Warum, was will, warum gehe ich da überhaupt hin? Ich verstehe es nicht. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich es mir weiter antun? Weil es Spaß macht. Jetzt wird hier schon wieder hergelasert. Nein, scheiße. Komm jetzt her, verdammt. Mann! Scheiße, ich wollte gerade saufen, weil... Ah, oh, das ist eine miese Attacke. Das ist die ganze zweite Phase, ist saumies. Wenn er dann auf Entfernung geht und dann seinen Brutzelscheiß macht. Ich hasse Brutzler. Ah. Das ist schon wieder so. Ach Mann, lass mich doch treffen. Ich glaube, ich muss mal eine andere Waffe probieren. Oh, dass das noch... weiß ich nicht, ob das hätte treffen dürfen sollen. Ich probiere jetzt noch eine andere Waffe aus. Ich weiß nicht, ob die schneller zuschlägt. Ich glaube schon.
Weil das ist nämlich nur ein Großschwert und kein Riesenschwert. Und hiermit kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen... schwerere Rüstung tragen. Ja, die zum Beispiel. Ah, die schon nicht mehr. Okay. Aber Handschuhe vielleicht. Ja. Probieren wir es mal so. Die macht ein bisschen weniger Schaden, die Klinge. Aber ich habe das Gefühl, ich krieg auch weniger Schaden. Und dann habe ich ja noch kein Waffenfett drauf. Dann werde ich jetzt auch mal Waffenfett auspacken. Und zwar Messmer Feuerfett. Klingt doch cool. Funktioniert das auf der Waffe? Nein. Warum nicht? Waffenüberzug. Warum normales Feuerfett? Auch nicht. Warum funktioniert das jetzt auf dieser Waffe nicht? Weil die diesen einsamen Mondschnitt hat, oder? Die hat schon ein Attribut. Nee. Hoppla. Wegen dem Talent oder was? Königliches Magiefett. Festliches Fett. Also verstehe ich nicht, warum ich das jetzt hier nicht benutzen darf. Macht für mich keinen Sinn an der Stelle, um ehrlich zu sein. Ja, darf ich nicht benutzen. Ich verstehe nicht, warum das so assi sein muss.
Hau ihn jetzt. Mist. Ach, come on. Verdammte Axt. Ich hatte eh nur noch einmal Heilung. Ich sollte auch mal die Fähigkeit dieses Schwertes benutzen. Glaube ich. Vielleicht hilft das ein bisschen was. Wie weit ist denn hier die Reichweite? Nicht so weit. Okay. Nicht so weit die Reichweite. Ah, shit. Ja. Nice. Oh nee, es gibt eine dritte Phase. Wie oft macht er das? Scheiße. Oh shit.
the fuck? Okay. Ich gehe mich jetzt mal noch ein bisschen woanders umschauen. Und guck mal, was hier sonst noch so geht. Scheiße, was? Okay. Gut. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. So, jetzt geht's ja hier nach links noch ein bisschen, ne? Wenn ich denn durch die Bäume durchkomme. Hier ist ja auch noch fett was zu erforschen. Hi, wer seid ihr so? Ja? Okay. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ist auch das erste Mal für mich. Okay. Da oben war auf jeden Fall, da hinten oben, da kann man irgendwie von der Burg über diese Leiter. Leider über diese Brücke, über die Holzbrücke. Hier. Und da geht vielleicht was. Aber ich will mal die Karte hier holen. Sehr neblig. Ich meine, passt ja auch irgendwie zu der Stimmung hier, aber holy shit, ist das neblig. Das ist mehr als nur ein bisschen neblig, das ist super neblig. Hau mich mal nicht, währenddem ich eine Tür aufmache, bitte. Nebelriss-Katakomben. Tschüss! Das erste, was ich jetzt tue, ist zurückfahren und hier runterhüpfen. Schade. Nee, kein Geheimgang. Ups. Ja, du hast es gesagt mit der dritten Phase, ohne es zu wissen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass eine dritte kommt und ich dachte auch von dir wäre das so, ja. Also ich habe schon mitgekriegt, dass das nicht ernst Du bist gemeint so war. eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Danke, Thorsten. Danke für diese mentale Unterstützung an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Was bist du denn? Hüpft er da auf seinem Schwert rum? Ach, diese dämlichen Lilien, die brauche ich gar nicht. Wenn es hier nur Lilien gibt, dann könnt ihr auch wegbleiben. Wow! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Sag mal, was passiert hier?
Holy shit! Du hast ja nur so beleidigende... Ja, ich meine, irgendwas anderes wäre ja auch irgendwie witzlos, oder? Ah, hi. Ja, genau. Das magische Geschoss, das magische Geschosse schießt. Wow! Hier passieren wilde Dinge! Hört auf! Was? Das ist ein wilder Mini-Dungeon. Was da los ist? Ja, nee, warte, nein, stopp! Hör doch mal auf! Mann! Ey! Ey! Okay. Ich glaube, ich sollte hier doch alles erledigen, was so im Weg rumkreucht und fleucht. Außer natürlich den Boy da oben, der ein magisches Geschoss schießt, das magische Geschosse schießt. Mistsack. Ah. Aua. 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 Hätte der mich fast gekillt, ne? Für nichts und wieder nichts. Was? Oh doch, hier geht's noch. Ihr seid verwirrend. Diese ganze Katakombe hier ist unglaublich verwirrend. Jungs, was habt ihr hier zu suchen? Einfach verprügelt. Deswegen bin ich jetzt hier rein. Deswegen, wegen so einer dämlichen Lilie, die mir überhaupt nichts bringt. Gar nichts. Ah, okay.
Gut. Hat mir auch nichts gebracht. Ich denke, das war's mit dem Dungeon hier tatsächlich. Ach so, da komme ich ja jetzt nicht. Nee, das klappt nicht. Oh oh. Reicht noch. Okay. Wilder, sehr, sehr wilder Mini-Dungeon an der Stelle. Wobei, nee, warte mal. Normalerweise, wenn ich wirklich am Ende angekommen bin, sind hier normalerweise, ist so ein Teleporter, der mich dann rausbringt. Moment. Ja, auch noch Getrappel. Also hier geht auf jeden Fall noch irgendwo was. Nee. Will da runter. Aber wo wäre ich da in Deckung? Kann ich hier... Yep. Sind hier zwei? Nee, nur einer auf der linken. So, ich wage es zu bezweifeln, dass ich genug Zeit habe. Doch, hat gereicht. Da hinten wäre es auch noch irgendwo hingegangen, ich weiß. Aha. Gespaltenes Zungenbeil. Alright. Also dieser... Mini-Dungeon ist doch etwas größer, als ich gedacht habe. Vor allem geht mir jetzt langsam der Suff aus. Ja. Dieser Mini-Dungeon ist nämlich gar nicht mal so mini.
Okay, hier geht's noch tiefer. Jetzt wird es langsam wirklich eng. Mit meinem... Aha. Guck mal. Hi. Na, wer bist du? Todesritter? What the fuck? Alter. Was? Nee, der hat sich gerade geheilt an mir. Holy shit. What the fuck? Mini-Dungeon. Heiliger Strohsack. Und dann kommt da einer. Ich möchte einmal testen, wie es mit der dicken Keule aussieht. Und aber nicht das Fett, sondern Eis, 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 da. Ah, der ist voll blutungsresistent, ne? Nein, ich wollte gerade ausweichen. Scheiße. Jetzt ist er wieder voll. Oh, ist das mies. Okay, also die große Keule ist es nicht, weil er sehr stark Blutungs... Also er kriegt sehr, sehr wenig Schaden durch die Blutung. Viel weniger, als dass es sich lohnt. Deswegen probiere ich mal dieses hier aus. Welchen Helm hatte ich denn da drauf? Den hier und die Handschuhe. Ja, das ist schon anders.
Das ist schon eine andere Nummer jetzt. Weil das stunt ihn. Das macht wahnsinnig viel aus. Krass, wie viel einfacher der gerade durch diese Waffe wurde, ne? Krass. GG Easy, dankeschön. Ja, das war jetzt wirklich... Also der war durch diese Waffe so viel einfacher. Geil! Ein fetteres Lebensmedaillon. Geil! Und jetzt will ich die Todesäxte des... Nein, die Äxte des Todesritters mal anschauen. Die ich hier gerade bekommen habe. Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Wo seid ihr? Die hier. Doppeläxte des Todesritters. Mit Glaube. Blitz, okay. Wo ist denn das eine Doppelaxt? Ah, so. Das ist irgendwie geil. Aber dann werde ich zum Brutzler. Nein, dann werde ich zum Brutzler. Aber das ist schon geil. Wat. Oh, das behalte ich mal im Hinterkopf. Irgendwann packe ich diese Äxte aus. Also nie. Ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal. Weil das hat mich jetzt gerade... Der Move hat mich schon beeindruckt. Ich will eigentlich nicht zum Brutzler werden. Ich finde das irgendwie nicht so geil. Okay, ich denke... Das war's an der Stelle hier. Aber cool. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Das Medaillon ist auf jeden Fall wertvoll. Und jetzt gucke ich mir endlich mal diese Kirche, glaube ich, da oben an. Wollte da ja schon länger mal hingehen. Aber YouTube. Twitch bleibt dran, wir machen heute noch ein bisschen. Aber YouTube. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.